Von den European Championships erwarte ich mir ein tolles Event. Dass man da auch mal die Chance hat, andere Sportarten halt so hautnah zu sehen und dort in einem Event einfach vereint da zusammen zu sein. Hier werden dann meine Freunde, Familie, Verwandtschaft, wird dann sehr gebündelt auftreten können und bei den Spielen dabei sein. Da freue ich mich riesig drüber, dass die alle vor Ort sein können und die Spiele sich angucken. Von daher ist das ein großes Geschenk, dass die Europameisterschaft dann hier stattfindet. Oliver Zeitler, Rudern. Zum Rudersport bin ich über meine Familie gekommen. Meine Tante, die ist Olympiasiegerin im Achter geworden in Barcelona. Mein Vater ist Juniorenweltmeister im Rudern gewesen und von der Seite meiner Mutter sind eigentlich auch alle ihre Schwestern gerudert und mein Großvater, der ist auch Olympiasieger 1972 hier in München geworden. Ich war bis 2016 noch Schwimmer, dann habe ich dann drauf nicht mehr so Lust gehabt. Und dann bin ich eigentlich mehr durch Zufall zum Rudern gekommen, weil ich es halt mal ausprobieren wollte. Und dann hat mir das aber so viel Spaß gemacht, mich da auch wieder zu pushen und weiterzuentwickeln, dass ich dann da auch geblieben bin. 206. Ja, schön sauber den Abdruck hinten. Wenn man so jemanden das Rudern beibringt, einfach von der Pike auf sagt, so jetzt setz dich mal ins Boot, da steht ja keiner und sagt, also in 3 Jahren bist du Weltmeister und in 4 Jahren fährst du zu Olympia. Das waren alles so Aspekte, die haben bei dieser ganzen Aktion, bei diesem Projekt überhaupt keine Rolle gespielt, sondern es ging einfach darum, diesen Sport, den die ganze Familie eigentlich schon immer gelebt hat und auch gemacht hat und auch gern gemacht hat, einfach dann auch zu übertragen auf einen Schwimmer, der gesagt hat, okay, zeig mir das mal. Ja, die Streckung ist gut. Ja, das war am Anfang natürlich erstmal Erlernen der anderen Sportart. Aber da habe ich irgendwie dann einen Ehrgeiz entwickelt und wollte das dann halt auch ordentlich können, meine Schwester irgendwann abziehen. Und ja, so ist es dann peu à peu halt nach oben gegangen. Und wie das so jetzt funktioniert hat, nach 3 Jahren solche Erfolge zu feiern, das kann ich dir selber leider nicht beantworten. Da gibt es kein Geheimrezept. Wie weit ist jetzt? 8 Kilometer. Gut. Dann fahren wir von oben nach unten mit 2000. Dann noch eine Runde aus. Also 2017, als ich meine erste Saison sozusagen gefahren bin, da konnte ich die World Games in Polen gewinnen, auf dem Ergometer. Dann bin ich ein paar Monate danach U23 Vize-Europameister geworden. 2018 habe ich dann den Gesamtweltcup gewonnen bei den Senioren und bin dann auch zur Weltmeisterschaft gefahren. Und 2019 bin ich Europameister geworden, habe die Henley Royal Regatta gewonnen, was die größte Regatta auf der Welt ist, und abschließend noch die Weltmeisterschaft in Linz. Also ich freue mich natürlich auf jeden Fall auf die Ruderwettkämpfe, weil das schon ein spezielles Event sein wird. 50 Jahre nachdem mein Großvater dort Olympiasieger geworden ist auf der Regattastrecke, dort jetzt selber um einen Titel kämpfen zu dürfen. Wir haben jetzt quasi so eine Grundschnelligkeit, so ein Grundgerüst geschaffen. Ja.
Wir müssen ja die nächsten 4 Wochen einfach schauen, dass wir in den höheren Frequenzen genau den Speed dann auch mitnehmen, reinbringen. Mhm. Und dann denke ich, bist du richtig gut unterwegs. Ja. Also das. Ich fühle mich auch gut. Obwohl ich jetzt heute Morgen schon was gemacht habe, war das jetzt echt eine gute Einheit, gute Belastung. Sollten wir hinbringen. Ja. Die Zeit haben wir noch. Denke ich auch. Okay, dann müssen wir jetzt das Boot nochmal nach. Ja. Und dann schauen wir. Und dann packen wir es. Schauen wir das, gell? Gut. Clemens Wickler, Beachvolleyball. Ich glaube, das muss wirklich jeder mal selbst erlebt haben, da auf ein großes Event zu fahren und sich ins Stadion zu setzen. So die Mischung, glaube ich, aus die Moderatoren, die DJs, die verbreiten einfach richtig coole Stimmung auf dem Court, probieren die Leute zu pushen, aber es kommen einfach auch viele coole Leute zum Beachvolleyball, die da selber Gas geben und das Event einfach zu einer einzigartigen Atmosphäre beitragen. Zum anderen glaube ich, dass der Sport auch einiges zu bieten hat. Das ist dann so eine Mischung aus einem guten Sportevent, aber auch das Drumherum, dass es einfach zum großen Happening gemacht wird, das macht Beachvolleyball aus. Ich wohne derzeit in Hamburg, weil da der Stützpunkt ist für die Nationalteams. Wurde zentralisiert vor 3 Jahren, deswegen sind wir alle hochgezogen. Aber natürlich, ich komme hier aus der Gegend, aus der Nähe von Starnberg. Von daher ist und bleibt das meine Heimat und komme immer wieder sehr gerne hierher zurück. Mensch, Julius! Du hast hier echt durch deine Verschlafaktion verpasst du hier richtig schöne Sachen, ich sag's dir. Ja, Clemens, grüß dich, das glaube ich. Als alter Hamburger muss ich dir ein bisschen München zeigen, ne? Ja, danke. Hier sind wir ja gerade im Olympiapark. Gestern war noch Sonne, heute telefoniere ich mit dir und schon ist es schon wieder bewölkt. Das Hamburger Flair ist übergesprungen. Also Julius, wenn man ihn erstmal sieht, ist er schon eine Erscheinung mit seiner Größe, aber dann am Ende ist er ja wirklich ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Aber gleichzeitig, was uns beide auch verbindet, ist er extrem ehrgeizig und zielstrebig und setzt alles dem Sport, ordnet alles dem Sport unter. Und das finde ich extrem wichtig, dass man da die gleiche Einstellung fährt. Wenn du jetzt hier gewesen wärst, dann hätten wir schön und so ein Tretboot, vielleicht das mit dem Schwan nehmen können und ein bisschen auf dem Olympiasee rumschippern. Ja, da jetzt bedauere ich es echt, dass ich nicht da sein kann. Aber alleine macht das keinen Spaß, weißt du, du bist ja... Ich bin ja der Motor unseres Teams. Das ist der Motor. Ja, da hast du recht. Und guck mal, rechts hinter uns, der höchste, neben den Stadiondächern, der höchste Punkt des Olympiaparks, der Olympiaberg. Von da oben hast du auch wirklich eine geile Sicht über München. Sieht von hier aus gar nicht so hoch aus, aber... Ja, ist richtig. Für Hamburg, das wäre der höchste Berg Hamburgs. Aber hier unten in Bayern, hast du recht, ist das eher... Ein Hügel. Ist es eher ein Hügelchen. So, und hier haben wir die Olympiahalle. Hier wird dann 2022 die Tourenwettkämpfe werden stattfinden. Da habe ich mich wirklich extrem gefreut, dass Beachvolleyball Teil der European Championships 2022 hier in München ist. War schon immer mein großer Traum, mal ein großes Turnier bei mir zu Hause zu haben. Und das wird jetzt endlich verwirklicht, dieser Traum. So, jetzt sind wir hier am Olympiastadion angekommen, Julius. Früher die Heimstätte des FC Bayern München, bevor sie in die Allianz Arena umgesiedelt sind. Mit der Leichtathletik wird hier stattfinden. Da können wir mal vorbeischauen, oder? Das ist ja eh echt gut bei dem Event, dass man einfach mal ein bisschen umherlaufen kann und sich auch die anderen Wettbewerbe anschauen kann. Also, meine beiden Eltern haben beide früher Volleyball gespielt, auch ein bisschen höher, klassischer. Aber ich habe dann erstmal ganz viele andere Sportarten ausprobiert, über Leichtathletik, ganz lange Fußball gespielt und bin dann mit 13 erst zum Volleyball gekommen. Da war so ein Oberbayern-Auswahllehrgang und dann hat meine Mutter gesagt, komm, geh doch da mal hin, guck dir das mal an und habe seitdem
angefangen wollte mit Volleyball und wusste dann relativ schnell, dass Beachvolleyball mir deutlich mehr Spaß macht als Hallenvolleyball. Da gab es leider nur den Schritt, dass ich raus aus Bayern muss, weil es hier keinen Stützpunkt für Beachvolleyball gab in der Nähe. Das nächste wäre Stuttgart gewesen, habe mich dann aber mit 18 dazu entschlossen, nach Berlin zu gehen. Und dann ging das Schlag auf Schlag, bin dann in die Jugendnationalmannschaft reingekommen. Bin dann immer in der Förderung höher aufgestiegen, hatte dann auch relativ hohes Glück, dass ich mit 18,5 in ein sehr professionelles Umfeld reingerutscht bin. Und dann bin ich mit 2015 das erste Mal Deutscher Meister geworden, mit 20. Und dann insgesamt jetzt 4-mal Deutscher Meister. Aber das Größte war auf jeden Fall letztes Jahr in Hamburg bei der Heim-WM die Silbermedaille zu holen. So, Julius, jetzt sind wir hier am höchsten Punkt vom Olympiapark, dem Olympiaturm. Und ich muss sagen, du siehst das jetzt noch nicht leider, aber die Aussicht, die ist schon ziemlich gut. Und man kann von hier auch sehen, wo wir unsere Beachvolleyball-Spiele haben werden. Ich bin gespannt. Und wenn du jetzt mal nach da hinten guckst, warte mal, selber mal orientierend. Du kannst ja mal selber suchen. Irgendwo muss die Frauenkirche sein, Julius. Und wenn wir die Frauenkirche gefunden haben, dann sind wir quasi rechts davon am Königsplatz. Wo ist sie denn jetzt? Guck ich, da hinten, ich hab sie. Ich hab sie. Jetzt bist du in der richtigen Richtung. Und da rechts davon, da ist der Königsplatz, mein Lieber. Und da werden wir spielen. Hier ist Clemens Wickler, der Rasenreporter vom Olympiaturm in München. Es stürmt, aber es ist alles egal. Hauptsache, du hast ein schönes Bild in Hamburg. Ja, Julius, grüße dich. Jetzt sind wir hier am Königsplatz. Die Location musst du dir auf jeden Fall gut merken. Hier werden wir unser Beachvolleyball-Event haben. Ja, Mensch, das sieht aber gut aus. Ja, ne? Aber ich denke mal, da werden auch einige, also es wird eh voll werden, aber da wird auch der eine oder andere sich hierher verlaufen, dann 2022. Wollen wir es hoffen. Naja, gut. Hamburg WM, die hat nun jetzt richtig vorgelegt. Das will ich mal sehen, ob wir das auch hinkriegt. Ich bin mir sicher, München wird danach ziehen, da mache ich mir keine Sorgen. So, jetzt kennst du ja auf jeden Fall schon mal die Location. Und dann steht den European Championships 2022 nichts mehr im Wege, oder? Wir sind ready. Wir sind ready.